Yeah!
Engage. So, guten Tag, ich habe gerade gespielt mit Alex, mein Gegner gesellt sich auch gleich zu uns, Vincest. Hallo Internet, hallo. So, grüß Gott. Das Mikro ist eh da, entspann dich. Ich hoffe, man kann mich gut hören. Als nächstes sehen wir Josh gegen Rehle. Oh. Rehle, ein Underdog eigentlich, darf man nicht unterschätzen. Deine Wärst, was? Kein Spaß. Den im Moment stärksten in Third nach Ranking. Maeve hat er letztens ins Losers geschickt. Von daher schauen wir mal, was. Josh hatte eine Woche lang Third Strike Bootcamp in Wien. In Wien, ja. Schauen wir mal, ob das gereicht hat. Ja, mal schauen. Okay, komm doch zu mir. Merkst du, wie gut ich die Settings eingestellt habe für das Bild? Ich meine, in-game. Das war ein Button-Check. Anscheinend sind alle Knöpfe funktionsfähig, um den Einstellungen des Spiels treu zu bleiben. Alle deutsche Terminologie. Ab jetzt deutsche Terminologie. Ihr werdet Begriffe hören wie überkreuz treffende Attacke oder Rutschwurf. Wurfflucht. Wurfflucht, natürlich ein Klassiker. So, Josh mit Goki. Rehle klassisch mit Makoto. Ich glaube, er hat auch. Achso, nein. Er spielt auch Ultra Super 2. Super 2, ja. Schauen wir mal, ob er die Todeskombo kann. Josh springt viel herum, also sehr unüb. Also. Schauen wir mal. Sehr gut. Goki ist halt auch nicht unbedingt. Wenn Makoto einmal drin ist oder einen Gas gut hat, ist Goki gestunt und dann war es das eh schon. Weil die 100. Ich glaube, du brauchst nicht mal die 100%-Kombo, die echte gegen Goki, weil er so wenig Leben hat. Ja. Das stimmt schon. Aber macht jetzt gut Pressure, nutzt den Universal Overhead, etwas, das SF4-Spieler sehr selten machen. Also Leute, die aus SF4 kommen. Ja, es gibt Rehle, ja keinen universellen Overhead. Genau. Der nächste Hit entscheidet quasi. Das war nix, das geht in SF4. Vielleicht hat er da irgendwas Option Selected, auf Hit kommt's raus.
und auf Block halt nicht. Das Ganze geht in Third nur, wenn dein Meter nur voll wird, im Falle, dass den Hit trifft. Dann kannst du das machen, ansonsten eher nicht. Eher nicht, sondern gar nicht. Josh fischt low forwards. Nein. Oh ja, low forward. Fuck, fuck deutsche Charakter. Terminologie. Charakter. Na, geht für den Okay, schauen wir mal. Schauen wir mal, ob er die Combo kann. Sehr schade. Leider. Ein Hit hat gefehlt, ja. Shot, Jab, Shot. Sehr gut von Rehle gemacht. Lässt sich da keinen Wake-Up Parry rauslocken. Pressured Josh sehr stark. Josh ist kurz vorm Stun gewesen eigentlich. Rehle ist nicht für den Wurf gegangen, wobei auch schwer, weil Josh springt. Oh, sehr gut. Na, doch nicht. Ich hab gedacht, es geht sich aus. Shoryu. Oh, kein Shoryu. Keine Combo. Warum blockt er nicht? Ja, da sieht man, in SF4 immer dasselbe machen, führt zum Erfolg. In SF3 nicht unbedingt. Rehle, fünfmal dasselbe ist auch Mix-Up. Ja, genau. Yomi Level 7. Das ist, für wie dumm hält mich mein Gegner? Ey, Nuggets! kein Instant Air. Karaxa! Oh nein! Geht für den zweiten Karaxa. Ei! Aber klassisch SF4-Spieler drückt einfach rein in die Mix-Up. Shot, kein Super, auch sehr typisch für SF4-Spieler. Die Zeit ist zu kurz, um das zu konfirmen. Drop die Combo, Dash Intro, natürlich der starke Dash von Makoto. No Forward, Karaxa. Josh hat natürlich nicht geblockt beim Wake-Up. Irgendwas gedrückt. Wird nicht chippen, Ex-Hayate. Und das ist die Matchpoint-Runde jetzt für Rehle. Ja. WDW Rehle. Wie gesagt, ein Underdog. Darf man nicht unterschätzen, auf keinen Fall. Air to Air. Jump-In, ja. Wieder Air to Air. Er hätte den Karakaraxa machen sollen, dann hätte er ihn gegrabt. Der ist aber schwer. Ja, es ist nicht sehr leicht. Es ist nicht sehr leicht. Josh mit gutem Pressure hier. Hat ihn in der Ecke. Wobei das Ding ist immer, Makoto, wenn sie einen Parry landet, wie wir jetzt sehen. Schau mal, ob was jetzt diesmal schafft. Jetzt sollte das schaffen. Und. Yes! Boah! Solide Vorstellung, ja. Solide Vorstellung von Rehle. Ja, 2-0. Interface schaut gut aus, dieses Farbschema. Woher kennen wir das? Nicht besser. Oi. Okay. Oh, ein Favorit für den Turniersieg in Fürth. Dico, du bist nicht am Stream. Stream oder Station? Oh ja, Stream. Alles ist am Stream, glaube ich. Ja, Dico, lass uns. Sehr gut. Demulant. Ja, Dario. Demulant spielt mit. Shit! Ja. Ich sag's dir gleich. Leo, ja. Leo. VDV, Leo. Leo Holik. VDV und Leo ohne N. Am Ende! Bird is very fast. Oh shit, wer spielt da Remy? Achso, niemand. Das sind Buttonchecks wahrscheinlich. Wisst ihr, was so ein Hype-Moment wäre? Stromausfall. VDV only. VDV only, Stromausfall, Dritte Welt. Lugner City, ja. Okay. Dico mit Sean. Er hat ja angekündigt, ich weiß nicht durchzuspielen, aber auf jeden Fall so weit es geht ohne Struggle mit Sean. Laut Arcadia Tierlist 2014 ist er ein eigenes Tier. Unter 12 sogar noch. Also der geschissenste Charakter im gesamten Spiel.
Nico checkt seine Buttons. Ihr habt's eh back. Ist ja wurscht, Chef. Yes, please. Sean. He's really, really crappy. He doesn't have a reversal. You can throw him out like it doesn't matter. You can punish him on hit. So if he hits you with his tatsu, you can punish him. You can just wait to get hit and mash super and you will punish him. Because to punish that you have to know it, and I guess not a lot of people know what is punishable on hit. So, and you can play him pretty Shoto basic and you will get pretty far if the opponent is not a good player. And so Deco should be fine. X Shoryu. Oh, but now he's struggling. Okay, first round, Leo. Schauen wir. Wobei, ich hab gegen Dario. Tut mir leid für Englisch, ich hab mit Budget Player geredet. Ja. Letzte Woche, ich und Dario. Ja. Sean Mirror. Okay. Ich hab eigentlich seinen Sean besiegt. Mit meinem. Ich war auch nicht schlecht gegen Vincent, aber ich hab mir gedacht, er ist so schlecht. Zu schlecht. Zu schlecht. Ja, man merkt einfach, wie schlecht er ist. Du kannst den Guess haben, aber du verlierst einfach, weil der Mann null Priorität hat. Ja. Sehr gut. Das ist dein bester Shot mit John. Short, confirmen ihn super. Oder und noch den X-Kick hoffen, dass der Gegner das nicht blocken kann. Der ist auch nicht schlecht. Er hat einen guten Kara-Throw. Er hat den besten Shoto Dash. Sein. Oh! Nice! Sehr guter Hand hier. Und er hat einfach. Er hat einfach keine Hitbox. Kein Aegis. Oh nein! Was macht er jetzt? Glaubst du, bleibt er bei Sean? Ich glaube, er ist too proud. Bleibt er bei Sean? Ich glaube, er ist too proud, um zu switchen. Aber wir werden es sehen. Sehen wir seinen Samurai Spirit, von dem er immer redet. Er bleibt bei Sean. Er bleibt bei Sean. Balls of Steel. Die Namen sind verkehrt. Ja, die Namen sind verkehrt, pardon. Hi. Backdrop. Hi. Ja, man macht das Lied dort. Das ist zu schwer, man sieht die Leinwand nicht. Achso. Okay. Der Mann macht doch keinen Schaden, das ist das andere Problem. Ja, genau. Du hast nicht Hits, du hast nicht geschwärmt, aber der Schaden ist nicht von. Was nicht schlecht ist, ist glaube ich Low Forward X-Kick. Ich glaube nicht, dass Leo das blocken kann. Genau. Ab und zu, ja, genau. Ja, nicht natürlich nicht jetzt komplett sein Game-Style darauf. Vielleicht ein bisschen. Der ist nicht gut. Den sollte er ein bisschen weniger machen. Auch ein bisschen hin und her rollen vielleicht und dann Wurf oder sowas. Ja, dieser Slide nach vorne und nicht graben oder manchmal auch graben. X-Slide ist gut. Short, Leo blockt, kein Super deswegen. Er hat doch keinen anderen Confirm. Du außer kannst, Short. Ich weiß nicht, ob man sein Close Hard Kick canceln kann. Na, canceln nicht, aber linken eventuell. Ja, weil der Hado hat auch so viel Startup, ja. Ist nicht so. Du kannst rausgeworfen, werden ziemlich leid. Crap of Character. Er ist ein Shoto-Charakter ohne Hadouken und ohne Shoryu. Er hat zwar einen Shoryu, ja, der ist schlecht, der ist wahnsinnig schlecht. Nein, Nage! Nice! Das war Barry, glaube ich, und der ist hochgesprungen. Ah, kein Super diesmal. Tornai, Backdash, clever Backdash. Oi. Ah, kommt nicht über den Schuss jetzt. Aegis Reflector wahrscheinlich. Nein, er macht keinen. Joker Techt, Aegis. Jetzt muss er. Keine Inbull. Keine Inbull. Guck mal die X-Version. Woki ist jeder! Low Forward. Hard Kick, Hard Punch. Yes. Leo wollte Kopfnuss in den Wurf machen. Super hat gut pariert. X, dieser komische Dash. Ja. X Deckel, aber ohne den Kopf zu halten. Ja. Nein, ah, schade. Wir sollten vielleicht. Ja, Dario hat low pariert, aber ein bisschen zu früh. Dario pusht den Parry jetzt. Ich glaube, es ist ein bisschen zu leise, man hört das. Ja, man hört das. Ja, sehr gut.
Dash nice. In Throw, sehr gut mit dem Ball gearbeitet. Betet den Throw, oh, kann aber nicht punishen. Wieder. Ich weiß nicht, warum. Adobers? Leo scheint sehr anfällig für die Throws zu sein. Und jetzt, der nächste mit entscheidet. Was macht er? Sehr gut. Oh, okay, Dash. 1-1, 1-1. Dash, Dash under. Under Dash, Short, Crouching Short. Kann man irgendwie Slimern lauter schalten? Man hört fast nichts vom Game. Ich spiele lauter schalten. So. 1-1, jetzt geht's zur. Ich glaube, jetzt die Runde ist sehr wichtig psychologisch. Wenn Nico sie holt. Dann fühlt er sich wohler. Ja, genau, dann baut er sich wieder. Weil Nico hat ja doch sein Spielstil, wo er ein bisschen gerne riskiert. Und natürlich, wenn er dann nicht in der Lage ist zu riskieren, bis er zu viel kosten würde, meidet er das. Guter Shortshot, Next Range Shortshot. Spacing sehr schwer für das. Das ist, was ich gemeint habe. Ich bin ziemlich überzeugt. Leo darauf. Ab und zu raushauen. Er kennt es nicht, deswegen wird er am Anfang sehr klar kommen. Guter Parry. Sehr gut, sehr stark gemacht von Nico. Matchpoint, Nico. Das ist, was Sean sagt. Sean auch sein Charakter, überhaupt gar kein Anti-Anormal. Nein, nicht. Nicht mal ein Anti-Anormal. Ich glaube, Crouching 4 ist vielleicht der beste Option. Da ist nichts. Der die Hitboxen sind alle so geschickt. Sehr schlecht, sehr, sehr schlecht. Oh, Fake Basket. Fake Basket. Fake Basketball. Kein Parry. Reversal. Kann man. Kein Block. Deckel. Kein Tackle diesmal. Fangt unten an. Oh, guter Block diesmal. Walk-Up-Throw nach dem Aegis. Wieder Backthrow. Jetzt hat er in der Ecke. Jetzt kann er vielleicht was. Sehr gut. Kann er ein bisschen. Nikos Corner-Game-Pressure entfernt ist sehr stark. 2 Meter. Könnte alles noch holen. Next Tackle. Sehr, sehr guter Convert von Leo. Matchpoint. Matchpoint beide. Für beide, ja. Wer jetzt gewinnt, bleibt ihm. Sofort. Welches Station? Okay, ja. Close Pierce. Oh, Dash Under wieder. Sehr guter Ant hier. Sehr guter Backdash into Forward Dash. Wie gesagt, Sean mit dem stärksten. Oh, diesmal hat das geblockt. Wobei, das war ein Ex. Ja, genau. Es geht nicht. Oh, diesmal trifft's aber. Ja, diesmal trifft's. Genau, den normalen, ja. Backdrop, kurz vorm Start. Basketball. Hado Burst. Sehr gut. Guter Setup. Sehr, sehr gut gemacht von Dico. Los Alex wird jetzt spielen am Stream gegen Chargy. Chargy Chun-Li wahrscheinlich. Ja. Los Alex Chargy spielen jetzt. Ne? Genau. Ich schätze mal, dass der Chargy Chun-Li spielen wird. Nozarex weiß sich nicht, ob er bei Alex bleibt oder doch Elena pickt. Wahrscheinlich hebt er sich Elena für die stärkeren Gegner auf. Check hier. Dann geht's auch schon gleich los. Das könnte jetzt sehr interessant werden, weil Chun-Li Haushof der beste Char im Spiel. Wobei Nozarex kennt das Matchup eigentlich relativ sehr gut eigentlich. Spielt regelmäßig gegen die stärksten Chun-Li-Spieler in Wien. Unter anderem Lüftner, CPS3. Maeve spielt auch Chun-Li und damals Venom aus den alten Zeiten. Vielleicht kennt ihr ihn noch aus Hard Edge.
Ja, und das Problem ist in dem Fall, der Charger hat einfach nicht so viel Spielerfahrung. Der spielt ja erst. Also hat sich mit dem Spiel erst das gesagt, hat sich schon gut beschäftigt, oder? Das schon, aber. Ich bin beschäftigt. Ich meine, es ist wie wir so schön sagen in Wien, Chun-Li braucht nur Hardpunch und Hardkick. Ja, stimmt ja auch. Aber die erste Runde ist perfekt für Alex. Perfekt, ehrlich. Ich glaube ja auch, dass der Charger das Matchup nicht kennt bei Alex. Nein, nein, überhaupt nicht. Weil ich meine, bei uns kennen das sowieso sehr wenige, weil er spielt sowieso nur Nozarex, wenn. Und er spielt das Matchup sehr. Und er spielt Alex sehr selten. Und genau das ist. Alex Vortex! Alex Vortex! Und genau das ist das, was die Leute nicht kennen von Alex. Es ist eigentlich kein Vortex, weil du musst nur parieren. Ja, eh. Man muss nur in eine Richtung drücken und das war's. Du könntest sogar nur dashen. Kommst du schon raus, oder? Dashen geht nicht raus. Aber nicht bei jedem, oder? Oh, müsste gehen. Müsste gehen. Backdash oder muss man dann schon entscheiden, vorne Dash oder Backdash? Oder geht also immer ich ein. Ich versuch hier? Backdash immer. Versuchst immer Backdash, okay? Stomp. Oh, okay. Oh. AWP. AWP. Und ja, schafft sogar den Hit. Oh. Okay, ja gut. Da hat der Nozarex ein bisschen zu viel Spaß gemacht. Jetzt muss er aber ernst aufdrehen. Schauen wir mal, ob er es schafft. Gegen Ai. Chun hat keinen Meter. Also wenn Chun... Solange Chun keinen Meter hat, kann man sie eigentlich gut angreifen. Na, schauen wir mal. Weil EX Spinning Ball Kick wird eigentlich sehr selten benutzt, weil man immer den Super haben will. Wir haben sogar einen recht guten Live-Video-Moment. Oi! Und der WP ist wieder! Catch den! Ja, natürlich mit dem Super! 1-1. Das ist das 1-1. So, bleibt er jetzt bei Alex oder nimmt er doch sein Manager? Nein, er bleibt bei Alex. Okay. Respekt. Oder no respect, je nachdem. Guter Deck, Joe. Joe, Deck, Joe. Air Drop, okay. Selten diese Air nochmal. Dieser Dive. Hand-Dive. Ja, okay, aber Nozarex versucht jetzt viel mehr Punkte zu spielen, wenn er es anschaut. Davor hat er wirklich nur Specials gespammt. Jetzt überlegt er. Aber okay, ich glaube, dass wir das 2-0 gehen. Weil jetzt überlegt er und der Charger kennt das einfach nicht so gut. Leider. Oh, nice. Hätte weiter parieren müssen. Ja. Zwei Hits, oder? Zwei Hits, ja. Just in case, if I have to play against him. Was das Back Pierce. Was das schlägt. Das ist unglaublich. Okay, guter oh, Parry zu Aquatic mit dem Super. Super Jump. Verhaut aber das Follow-up. Kurz vor Start, Alex. Könnt's aber eigentlich noch holen. Ein, zwei Hits und dann ein guter Hit von. Von Rosa. Ja, das parieren wir jetzt echt schwer. Sobald der horizontale Blitz gekommen ist, kann man es eigentlich nicht mehr parieren. Echt? Okay, und wann kann man das dann parieren? Bevor der Blitz kommt. Ja, stimmt, weil es ein One-Frame ist, oder? Ja. Oh, okay. Guter Deck, Bro. Echt? EX-Slash, geht in die Leere. Bei der Bauernmeter, aber der Charger sitzt auf zwei Supern. Und das könnte ja schon sein, aber jetzt ist es. Geht sich das aus? Es ist noch nicht vorbei. Es geht nicht vorbei. Oh mein Gott! Oh mein Gott. Aber er hätte irgendwas machen können, während der. Nein, er hätte durchparieren müssen. Oh, beziehungsweise schon, Charger hätte die ganze Zeit mashen ja, schon, müssen, oder?
Das ist nur so, wer zuerst... Ja, wer zuerst verfehlt. Aber ich glaube, Mashen ist ein bisschen einfacher. Das Mashen ist ein... Nicht ganz. Er kann eigentlich die ganze Zeit nur mashen, solange er drinnen ist. Aber Parieren ist, glaube ich, ein dick ein schwerer. Ein bisschen schwerer schon. Schwerer, ja. Einfach auf Weil Dauer. Er muss immer im Rhythmus bleiben. Genau. Und das Mashen ist halt nur wirklich Mashen. Aber Piano... Geht auch Piano einfach nur... Piano geht, aber du musst immer... Ja, wow, das ist ein bisschen einfacher als Du musst Perry. Immer in einem... Eine bestimmte Geschwindigkeit auch. Eine bestimmte Abfolge an dich. Ist klar. Oh, ich glaube, wir sehen... Ich glaube, wir sehen hier... Wir werden jetzt einen Klassiker sehen. Oh nein. Aus alten Zeiten, glaube ich. Und das sehen wir. Curly Mustache. Dino Matrix gegen Demolan. We will see the most epic curly mustache after mine, of course. Übrigens, ich habe letztens ein Hut gefunden, endlich mal. Ein Hut, ja. To my liking. Das sieht jetzt zwar leider nicht der gesamte Stream, aber... Ah, okay. It is too nice. It is. So, haben wir jetzt noch einen Button-Check? Ja, haben wir. Just in topic to Dudley. Dein Ego war sichtlich empört, wo ist er? Da sind sie. Trinkt sein Mineralwasser und versucht sich Dino, zu entspannen. Dino mit Dudley gegen Demolanken. Gut. Demolant ist gut, ja. Weil ich hab, ehrlich gesagt, den Demolant noch nicht Third spielen gesehen. Schauen wir mal, ob... War der Demolant mal in Wien? Sicher. Let's fight. Okay, dann war ich gut. Okay, Button Check oder Match? Das ist jetzt ein Match. Nice, okay. Der erste Perry geht fast. Den Button dort. Drei Grabs. Der vierte, fünfte trifft wieder. Der sechste wird endlich gefecht. Ui! Das war ein empty jump, leider. Siebter Grab. Achter! Was macht er? Dino, Jediger! Okay. Wow! Sofortige Hit kommt von Demolanz. Zeigt. Gute Kasse. Der Dino ist jetzt in Erklärungsnot sozusagen. Oder in Combo-Not. Oder Damage-Not generell. Und der 0-0. Ui, guter Counterpunkt! Was ist mit dem Super? Und jetzt muss er nur parren. Ab jetzt muss er nur parren. Oh! Dino Matrix! Oh! Wow, mein Gott! Okay! Schaut schon! Oh! The dream was real! The dream was real! Wollte den Overhead machen, wurde aber rausgeschlagen vom Crouching Jab, glaube ich, war das? Ja, war's. Dino wechselt den Stick. Dino makes a few adjustments, scrubs his beard. Aber das sieht man, dass der Dino... Dino ist eine andere Klasse, Mann. Andere Klasse. Dino ist eine andere Klasse. Und er hat sehr lange keinen First Strike gespielt. Der hat sehr lange gar nichts gespielt. Absolut gar nichts. Und dann kommt er einmal zu einem Turnier zurück und holt gleich den ersten Platz. Genau. Dino lange Zeit fast unschlagbar im First Strike. Stimmt. Auch in SFI irgendwie. Also ich habe ihn damals nur zu SFI erlebt. Third Strike leider nicht. Ja, das waren halt noch die Zeiten, wo wir auf PS2 gespielt haben. Beziehungsweise als wir damals beim Zaubermeister, beziehungsweise dem Adler, wo im Adler geht, gespielt haben. Beim Adler. Der Zaubermeister lässt sich aber schon seit Jahren nicht mehr.
Er spielt ja auch kein Street Fighter mehr. Er spielt gar keine Fighting Games. Wieso? Das wissen wir leider nicht. Alter, der war eine krasse Sau. Zaubermeister, Japaner Level in Third Strike. Ja. War schon in auf Togeki in Japan. Ultima, mit Ultima glaube ich. Okay, es ich mein, geht wieder los. Ja, schon. Und weiter, ob das Ding was bringen wird. Dino wird viel geworfen. Ja, Japanisch. Oh, nice. Machine Gun Blow, Follow-up. Ah. Nice. In der Ecke. Und dann landet er selber drinnen. Oh. Oh, das ist vielleicht der Punish. Mess das nicht. Oh. Aber das wird jetzt. Aber jetzt wird schwer. Alles jetzt noch schwer. Wieder. Da wirft vielleicht viel. Dino ein bisschen flustert von den Throws von Demolan. Schau mal, ob er. Ob er sich adjustieren kann. Kein Super. Nice, geblockt und jetzt Punish. Full Punish. Sharper. Postcrew. Super. Ecke. Setup. Dino sehr defensiv. Wieder mal. Ja, für ihn geht's auch ein bisschen um ein bisschen mehr im Moment. Parry. Gut, passt, der Parry sitzt. Oh mein Gott, zum ersten Mal noch nice und da vorwärts Hardpunch sitzt. Oh, D-Back, hier, D-Back! Und da begräbt er ihn. Da schmeißt er ihm noch eine Hose hinterher. Dino wartet hier ab, Space. Oh. Wird erwischt. Quatsching mit dem Super. Ein Empty-Jump in der Ecke. Einfach confirmed the Super. Jetzt ganz, ganz schwer für Dino. Hat 1 Meter, Demolant mit 2. Guter Backthrow. Haben wir schon oft miteinander gespielt? Ah! Ja. Drop the Combo, Overhead. Kann es noch the holen. Dream is real. Kann es noch holen. The dream is real. Jetzt bei der muss, ganz wird. Gut spacen. Guter Throw Tech. Air to Air verliert er immer bis jetzt. Ja. Oh! Dino! Oh mein Gott! Kann das beenden? Kann das beenden? Kann das beenden? Kann das beenden? Oh mein Gott! Wird wieder geworfen! Und oh wieder mein throw. Gott! Und wieder ein Throw. Seals the deal. Oh mein Gott! Beide greifen sich am Kopf, stoßen ihre Fäuste an. Der Throw, oh mein Gott. Applaus für Dino! Der erste Heartbreaker. Dino der erste Heartbreaker. Ja, voll. Weil jetzt hat er sich eingespielt. Ja. Ich glaube, er hat seit wir hier sind, hat er kein Third Strike Match gespielt. Also, wir hat es überhaupt irgendwer? Was? Von uns? Wie von uns? Ja, hat irgendwer ein Third Strike Match gespielt? Ja, eben. Nein, hat keiner, glaube ich. Das war für mich auch übrigens vorhin das erste. Ich glaube, nur Deko und Nosarex haben. Echt? Gespielt gestern. Deko des. Aber wir werden sicher noch was vom Dino sehen nachher. Auf da bin ich mir sicher. Jeden. Mit bester Wahrscheinlichkeit geht sich der Dino jetzt auch noch einspielen. Das ist ein zweites Match. Und jetzt sehen wir wieder, der Deko hat ja die letzten paar Monate jetzt wirklich schon trainiert. Und er hat gesagt, dass er wirklich ihn spielen wird. Genau. Mir wurde ins Ohr rein. Gleich. Mir wurde letztens gesagt, also hier, gerade eben. Ich wette, wenn der Deko verliert, wechselt er wieder auf Ken. Nein. Er hat sich committed. Und ich gebe wieder mal ab an Notarex. Der Notarex ist wieder voller Power da. Ich später. Ah nein, Blödsinn, ich bleib auf sitzen. Brini! VDV Deko. Mach nichts.
So, Deacon bleibt tatsächlich. Nein, Sean. Bei Sean? Okay, ich meine, es ist klar, dass Sean Matchup fast immer scheiße ist. Aber wie ist denn das Makoto Sean Matchup? Makoto, was. Der Rele spielt jetzt SA1, also nicht die. Nicht den Shoto Killer. Super. Aber sollte eigentlich für Makoto sein, weil Sean ist halt ziemlich. Ja, na dann, ja, wie gesagt, eh klar. Ah, wir spielen darüber. Oh, Sean ist halt ziemlich schlecht. Ja, na eh, es ist klar, dass fast jedes Matchup dann scheiße ist. Es geht aber nur darum, ob das jetzt noch besonders schlecht ist. Es ist super schlecht. Aber der Dikum schlägt sich im Moment gut, aber jetzt kommt. Na? Aber. Dario okay, war Dikus hat halt die besseren Basics. Ja, klar. Ja, deswegen hat auch der Leo Holic verloren. Besseren Fundamentals hat er auf jeden Fall. Ei. Und ich glaube, das war auch unter anderem diese Nicht-Gedankt-Werden-Mentalität vom Sean. Dass da Leo ein bisschen. Und generell, auch der Rele vielleicht. Schlecht gespielt. Wenn Rele, glaube ich, seine besten Buffs einfach auspackt, dann hat der Deko sehr schwer. Okay. So, ich glaube, Standing Midburst und sowas. Wieder die Super. Aber er ist noch immer im Live Lead. Der Rele ist immer noch im Live Lead. Aber jetzt nicht mehr. Ui. Und einfach nur zwei. Ihren EX-Move wurde jetzt da clean geschlagen von Midpunch. Was war das für ein EX-Move? Ich weiß nicht. Vielleicht EX Hayate? Wahrscheinlich. Und der steht schon 1-0 für Deacon. Für Sean aus Wien. Für den echten Wiener. Braun gebräunt im Solarium. Sean ist ein neuer Kevin, Mann. Wir spanschen. Hallo, Boys. Okay. Er trifft bisher jeder super. Und er wirft den Ball so perfekt. Der stand dran. Weil man parriert immer den Ball. Man will den Ball. Oh, jetzt Orochi wird einfach zurückgeworfen, wa? Ja, okay, ist aber auch eine große Starter. Das war der Shoryu von Sean und wurde keen geworfen. So ein schlechter Charakter. Wirklich beim Matchup. Matchpoint. Wie fühlt sich wohl der Rele gerade? Der Rele bröckelt vor allem am allerschnellsten, wenn er gerade im Fresh ist. Das Schlimme ist, weil der Rele hat beim letzten First Strike Turnier ziemlich sehr gut gespielt. Und jetzt gegen Sean zu verlieren. Ja, eh. Und vor allem, und das Problem beim Rele ist, er bröckelt mental, psychologisch sehr schnell. Es war heute schon ein Wahnsinn, dass er kann sich jetzt nicht aufregen, ja, weil er ist schon. Nein, kann er nicht. Da kann er nicht sagen, meine Bombs kommen schlecht. Ja. Und so weiter. Guter Parry. War ein Fehlinput von Super wahrscheinlich. Ui, das tut Das hätte nicht sein sollen. Das hätte nicht sein sollen. Jetzt haben wir noch ein Mix-Up. Kann Rele verlängern. Kann Rele verlängern. Guter Punch. Kein Punch. Oh, Joe-Tech, was ist jetzt? Es ist Cheap Range. Schmeiß noch einen. Oh, da lässt er ran und macht Crouching Back Kick. Okay. Der Deco ist on fire. Deco Channel. Alles klar, meine Damen und Herren, ab jetzt übernimmt wieder der Nozarex, der berühmte Rüchtigte. Yes. So, jetzt nehmen wir Boki gegen Chucky. Chucky Wa. Ich glaube, ja, Chucky Wa ist Player 1, außer sie switchen irgendwie an der Konsole. Ja.
mit Alex. Das hieß fuck you, Alter, fuck you, Alter. Dario macht sich lustig über mich, weil ich gegen Chargy verloren habe. Dario macht sich lustig über mich, weil ich gegen dich verloren habe. Was ist MVP? Na, du bist kein Winner. So, schauen wir mal, was Boki gegen Chukiwa reißen kann, der Hardage-Administrator. Chukiwa ist nicht zu unterschätzen. Er hat in den letzten Wochen sehr, sehr viel Threat gespielt an den Caps. Natürlich ist Boki immer noch... ja, das ist etwas, was Boki sehr gerne macht. Wake up, Perry. So, beide sind jetzt ein bisschen vorsichtiger, trauen sich nicht reinzugehen. Chuki frisst ihn mit dem diagonalen Feuerball. Chuki kann die Combo. Oh nein, wird... Wahrscheinlich kennt er das Timing gegen Ibuki nicht. Boki hat Start gedrückt. Ja, gibt ihm die Runde. Boki hat Start gedrückt. Erste Runde geht verdient an Chukiwa. Erstens, weil er sehr gut gespielt hat. Zweitens, weil Boki Start gedrückt hat. Boki fischt Perry, meiner Meinung nach, ein großer Fehler gegen Oro. Seine Normals machen sehr viel Schaden. Wie man gerade eben gesehen hat. Und... Ja, das ist... Das wird wehtun. Der Chuki ist sehr stark. Starke Performance von Chuki. Wie gesagt, Chuki sehr viel gespielt in letzter Zeit. Ja, er hat die letzten zwei Monate nur Fert gespielt eigentlich. Nicht zu unterschätzen. Ich befürchte fast, dass Boki jetzt kennen wird. Nein, er bleibt bei Ibuki, okay. Normalerweise wechselt Boki gerne auf Ken, wenn er verliert. Was meiner Meinung nach eh immer ein Fehler ist. Von daher unterstütze ich, dass er bei Ibuki bleibt. Eieiei. Und kurz vorm Stun Boki. Oh, wird das ein Perfect. Guter Parry von Boki. Er hat wieder low pariert, aber zu früh. Ich will nicht sagen, das ist nicht das Cap-Timing, aber eventuell ist es das Cap-Timing. Matchpoint, Chuki, Chukiwa, Chukiwa. Boki Fischner, nein, so wird er nicht gegen Chuki gewinnen. Er ist nur ein Parry Fischner. Das wird vielleicht sogar ein Perfect. Okay, doch nicht, weil Chuki zu oft gierig war. Gute Takes von Chuki. Chuki sehr solide unterwegs. Jetzt, nein, droppt die Jungle Target. Overhead. Ja, die klassischen Boki-Tricks. Ja, das sind die klassischen Boki-Tricks. Das sind ja Bokis 10 Sekunden. Pro Monat 10 Sekunden. Da waren sie. Schauen wir mal, ob er sonst noch. Ja, und da, ja, genau. Tagebucheintrag. Ei. The crowd hype, nein, Chuki drop. Wie gesagt, auch das könnte nicht das Cap Timing sein. Ah, zu früh geworfen. Ich weiß jetzt nicht, ob. Oh, what? Ja, voll, Xbox-Version, Slide. Chuki sehr anfällig für den Slide. Air-to-air, verloren. Backthrow, nein, Chuki lebt noch. Okay, oh. Chuki verdient gewonnen. Ja, Chuki 2-0. Oh. Wie
konnte nicht verlieren. Das wäre ich jetzt. Das wäre ich jetzt. Okay, schauen wir mal, was Chargy gegen Demu leisten kann. Das Problem ist, Chargy struggelt mit den Chun Confirms, obwohl sie sehr viel Zeit die Kodei zu Chuki war. Okay. So, da seht ihr beide. Links Stimulant, rechts Chargy. Ja, aber das ist das letzte Winners Match. Ah, okay. So. Ich glaube, Winters ist auf die Toilette gegangen. Aber es ist definitiv ein bisschen anders als auf Cap, aber es ist natürlich keine Ausrede. Showtech von Chargy. Es gibt eine Strategie gegen Chan. Und zwar, solange sie keinen Meter hat, geh rein und sweep. Das ist die, aber jetzt hat sie Meter. Sie kann punishen mit Meter, ne? Alles. Kann einfach super drücken danach, ja, oder? Und das Problem ist, also es gibt aber ein Problem an der Taktik. Geh rein, solange sie keinen Meter hat und sweep. Ja, das ist das Problem. Oh! Xbox-Timing! Wie wäre das? Ja, es gibt ein Problem, es ist schwer reinzukommen gegen Chan. Das heißt, du musst riskieren, bevor sie Meter hat, damit du dann nicht riskieren musst, wenn sie Meter hat. Einfach mal so Raw, Spinning Bird, Wake Up, nicht mal die Ex. Es ist, was der Demulant gerne macht, ist, wenn der Gegner Wake Up hat, kurz blocken, werfen. So sichert er sich ab, weil du hast dann doch ein bisschen Reaktionszeit, den Wurf ab, nicht gleich zu geben. Oh. Einfach mal in den Kopf rein, weißt du? Alter, Chargy just parry, man! Der gute Overhead. Das fucking Parry, Alter. Wie konnte ich gegen den verlieren? Kennst du die Simpsons-Folge? So, Bart ist so offensichtlich. Er macht immer Stein als erstes. Und dann hört man Barts Gedanken so, der gute alte Stein. Ja. Der gute alte Overhead. So, Back 4 ist von Chargy. 1-0 Demulant. Erst, wie konnte ich gegen Chargy verlieren? Ich kann gerade nicht kommentieren. Ich bin zu schockiert von mir selbst. Ja, wir eben mit Dominik rumrennen sehen, sondern mal Dominik hier. Ah, ich hätte... Ah, fuck. Okay, egal. Na, Chargy hat keine Chance gegen Demu. Demulant ist ja auch noch ein Oldfag auf unserer Zeit. Matchpoint Demulant. Das sollte sehr eindeutig werden. Achso, nein, Dico Des spielt Chan, dann wird es wahrscheinlich nicht sehr eindeutig. Nicht vor der. Low Forward into Shippujinrai, Kagate Kina für. Ich weiß nicht, ich glaube, Chargy weiß nicht, dass Chun-Li zwei Kara Throws hat. Ja. On stream? Ja. So. Okay, als nächstes sehen wir Dico Des gegen. Weißt du, das ist der Wiener Adel. Er ist die CPS3-Version gewöhnt. Lass mich schneller.
Es war immer so. Chuki Chuki Wa Chuki Wa gegen Dico Des. Wo ist Dico Des? Ah, kann ihn jemand holen? Dario, Dino, hol da Dico. Ja. So. Während Dico gleich herkommt. Was? Demulan hat gewonnen, ja. Ein paar Fat Random Facts. Forwards, Medium Punch von Goki ist Throw in Wool. Und ich glaube, er hat Upper Body in Wool. Vielleicht ist er Full in Wool. Nein, ich glaube, er ist nur Throw in Wool. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Aber Throw in Wool ist er auf jeden Fall. Aber warum erzähle ich das? Keiner von beiden spielt Goki. Okay. Jetzt sehen wir Dico mit Sean. Ich habe ihm gesagt, wenn du die erste verlierst, geh zurück auf Ken. Mach nicht denselben Fehler wie ich. Oh, Alter, Chuki. Chuki ist dragging it live. What up, Doc? VDV München Edition Cape Run hier. What up, what up? Yes, meine zwei Lieblingsfilos. Wer? Chuken und Dario. Chuken ist Filo? Also sieht man. Schon, ja. Man sieht schon. Jesse Chukman. Chuken ist so weiß, oder? Schau, wie schön. Schau, wie man reflektiert. Weiß nicht, hat er ein T-Shirt an oder sich nur das VDV-Logo auf die Brust tätowiert? Ja. Shoutout zum Freelie an dieser Stelle. Soft Drinks, top notch. Die haben sogar ab. Die Flaschen sind so cool. Ja. Die Flaschen sind sehr cool. Hey, was passiert, wenn die eingesteckt wird, unabsichtlich? Eine. Ja, wir haben nur so kleine. So 0,33 oder nein, 0,25 sind die sogar. Ja. Okay, ich glaube, das Match spielt schon. Dico mit Live Leads. Man muss aber sagen, Dico hat ja viel gegen Zabi gespielt, der sehr gerne Oro mal gespielt hat. Okay. Und deswegen wird er das Matchup halbwegs kennen. Ja, auch wenn er lange nicht gegen Zabi gespielt hat. Ja, aber das ist der Memory. Ja, natürlich. Also er weiß, wann kann ich. Wobei, er spielt ja jetzt schon seit kurzem. Also wir wollten Low-Tier-Charaktere in München spielen. Es ist nicht so gut ausgegangen, zumindest nicht für mich. Für Dario passt das bis jetzt. Ja, das, genau das. Das ist das Problem. Wenn du punishen willst, ja. Vorne Hard Punch ist ein Overhead, ein Command Normal. Und wenn du mit Enchoryu. Ah, fuck, warte kurz. Natürlich, wenn du Hard Punch Enchoryu machen willst, wenn du es zu schnell eingibst, kommt der Command Overhead und dann hast du den Struggle. So. Crouching Strong. Crouching strong. All daily long. Low forward into diesen komischen Command. Den, wenn du gedrückt hältst, kommt ein Low Command Grab. Aber nur wenn der Gegner. Nein, das. Aber nur wenn der Gegner steht. Unten blocken kann man ihn nicht. Ah, das ist ein Attack Grab. Ja, so. Okay. So ein halb. Ei. Ich hab Dico gesagt, ich hab ihm gesagt, Dico, wenn du verlierst gegen. Ja, Switch. Im Winner Switch. Mach nicht denselben Fehler wie ich. Dein Stolz. Was? Dein Stolz, dass du dein Begehrt machen willst. Es ist okay. Nein, das ist ja auch ein beschissenes Match. Charge Alex. Das ist eine Target-Kombo. Ich glaube, Strong Roundhouse. Ja, schon so aus. Ich mag schon zu sein. Ich hätte ihn gerne nicht. Er war früher, im vorigen Teil war er so der Styler. Ich mag den Slam Dunk schon. Der, so? Glaube ich, 23 Frame Startup hat. Und. Du hast bescheuert? Ja, nein, aber du kannst. Wenn du ihn reversest, kannst du rausgewirken. Sogar aus dem EX, glaube ich. Okay. Der hat null Inbull. Der hat nichts. Jetzt im Touchdown. Ja, der ist so schlecht. Alle seine Moves sind schlecht. Du kannst, wenn er dich mit Tatsu trifft, ihn bestrafen. Okay. Wenn er dich mit Tatsu. Wenn du ihn mit Tatsu triffst, glaube ich, geht sich Short irgendwas aus. Ei, Backdraw. Forward Dash, Throw, sehr gut. 1-0, Dico Desu. Schatschuk, er ist so weiß, Alter. Er ist Lepra, Alter. Aber Chuki ist so ein good guy. Chuki, Chuki, wa, Chuki, wa, Chuki, wa. Chuki spielt so ein Hex und verbracht. Ja,
Ich wollte eigentlich kurz jetzt simulieren. Ja, dann habe ich gehört, dass Lano den Titel spielt. Ja. Ich muss da herkommen. Spiele eigentlich nur noch Österreich? Ah, der Demulant ist noch drin, ja? Ich glaube, Demulant ist der einzige noch. Shoria! Slam Dunk Shoria! Rolle, das ist das nächste. Eine Rolle ohne Wurf in Bull? Macht keinen Sinn. Ja, Mann, komm, gib dem Mann eine Rolle, zumindest mit Wurf in dem Spiel. Nächster Spiel geht. In dem Spiel? Nein, Mann, der Mann ist so schlecht, er braucht eine Rolle mit Wurf in Bull. Vor allem die Rolle ist eh so schlecht, er hat so viel mit Kabarett auf die Rolle. Ich weiß gar nicht, was der Move geben soll. Okay, schauen wir mal. Go forward. Ich freue mich schon. Also auch ein großes Misunderstanding. Die Leute glauben ja zum Beispiel, low forward kann man kick confirmen. Low forward kann man nicht kick confirmen. In dem Moment, wo du low forward dich entscheidest, low forward super zu machen, du drückst low forward und schaust, ob dein Gegner steht. Und wenn er steht, dann lässt den super raus. Wenn er nicht steht, lass es bleiben. Also du confirmst nicht den Hit, sondern den Zeitpunkt, wo du drückst. Weswegen es immer noch passieren kann, dass der Gegner gerade noch rechtzeitig sich duckt. Ja, ja. Ich möchte gar nicht drüber reden, das ehrlich gesagt. Wir hatten hier eine stundenlange Diskussion letzten. Ei, 1-1, 1-1. 1-1. Dario nimmt Ken! 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 Ken, Mann! Wir können nicht alle ins Loser! Ken! Nimm Ken! Ihr beim Tschivot! Okay! Nico nimmt Flatbear Sean! Sticking to his gun! Sting to Sean! Sting to Sean! Boss of Steel! Okay, also Sean verliert jeder Normal ist extrem schlecht. Aber was hat sich Captain da gedacht? Er war Gotttier im vorigen SF3. Er konnte Whiffs auf Fullscreen bestrafen. Okay. Und sein Crouching Strong hat zu viele Meter gebaut. Es gab einige Probleme. Ja, jetzt ärgerst du dich, Dario. Warum habe ich nicht Ken genommen? Ja, das denke ich auch, dass ich das kann. Ich hab's ihm schon gesagt. Joi, Dario. Joi, Dico, meine ich. Matchpoint. Chukiwa, Chuki, Chukiwa. Wer weiß, vielleicht gewinnt Chukiwa. Was mir nicht gefällt, ist, dass Dario zu selten Low Forward Short X-Kick einsetzt. Der ist zwar in Wahrheit scheiße, aber die Leute kennen das nicht und es wird gut funktionieren, weißt du? Hat Sean ein paar Fehler, hast du Basketball? Nein, nur, er hat nur Basketball. Und auch nur einmal. Er kann nicht zwei Basketbälle haben. What the? What? Alter, Dario. Willst du denn bestimmt, dass Capcom das Game nochmal fixt? Balanced, meinst du? Ein bisschen. Sean ist zu stark. Sonst geht's eh. Und Sean ist natürlich zu schwach. Okay, wenn Chucky die holt. Low forward Chucky Rolle. Chucky macht eigentlich nur noch eins voll. Jawohl! Match live leads. Oh. Da war der Wurf drinnen. Oh. Ja! Sehr gut! Ich bin unparteiisch! Ich freue mich einfach nur über schöne Aktionen. Ja, ja. So, jetzt wird Dico sehr vorsichtig und... Meinst du nicht gut gemacht? Nein, Dico wird jetzt sehr... Okay, er spielt nicht vorsichtig. Wahrscheinlich denkt sich... guter Block, guter Parry, sehr stark gemacht. Rolle, Throw. Obwohl die Rolle nicht Throw-in-Bull ist. Das macht so viel Schaden, das macht auch so viel Chip-Schaden. Selbst wenn du das gut blockst, ja. Du verlierst so viel Energie. Ja, ja. Verstehe. Du verlierst ein bisschen mehr als einen guten Hardpunch-Energie. Okay. X Shoryu, Slam Dunk. Fuck. Oh, das war schlecht aus. Backdrop. Dico best fischt Parries. Oh. No! Er fischt wieder einen Parry. Ja! Ich bin unparteiisch, aber ja! No! Fuck me, Alter! Hat Dico hat's geholt?
Okay, Leute, ich bin wieder weg. Ich bin aber auch weg, glaube ich. Ich spiele jetzt, glaube ich. Ich komme auch gar nicht zurück, muss ich sagen. Okay, freut sich aufs nächste Match. Ich schaue, dass ich Winzest von Smite kriege, okay? Er spielt gerade. Das Ding ist, ich kenne Third-Shot überhaupt. Okay, Leute, ich bin kurz weg. Und Frinny sort für Dings. Wir kriegen jetzt Chargy an Smite. Jo, ja, bring mir ihn. Wer Raster, Mann? Alle Leute spielen, müssen es kommentieren. Servus, Bursche. Willkommen bei Third Strike. Wo sind wir im Bracket gerade? Wir sind irgendwo im Losers. König Raster. Wir sind da. Losers Quarter. Ja. Gewinner wird gegen Zucken spielen. Offstream läuft gerade Boki gegen Winzer. Gewinner wird gegen mich spielen. Die Matches kommen dann wieder am Stream, glaube ich. Und geht schon los. So. Klassisches Duell. Ja, Nego spielt jetzt Elena. Elena hat genauso guten Karawurf wie Jolie. Ja. Da wieder, haben wir Karawurf gesehen. Und Overhead. Oh. Und Karawurf. Oh, gut gezeigt von Dino. Karawurf. Boom, Corkscrew Blow. Und die Scharfer. Oh, niedergeschaufelt. Now. 1-0 Dino. Verdient. Verteidigung. Endlich drin mit Tudle. Ja, die zwei haben schon sicher 5000 Matches gegeneinander gespielt oder so in den letzten 12 Jahren. Auswendig. Oh, du. Schöner Mann. Oh. Oh! Ja. Oh mein Gott, Punch versaut. Und jetzt noch einmal super. Nein, oder nicht? Es war nicht mein Stick-Shoot. Dino spielt mit einem Stick. Deswegen, sag ich. Komische Verteidigung! Sie sagt andere Sachen als mit Stick. Oh mein Gott, diese ganzen Moves, die am Boden nur 2 Frames Landing Recovery haben. Und? Und? Dino? Wenn wir dann Dino. Overhead oder TP. Ah, nein, in der Wahl. 1-1. Oh, der ist leer. Ja, das wäre oh, Karl da nicht. Respektieren sich beide sehr. Nature Game. Das sind fast nichts. Nur Mind Games hin und her tanzen. Ja. Parierbaiten und so. Oh, nett. Oh, Karawurf. Aufgelöst. Oh, ey. Wieder neben mit der guter ja, ist das Förder. Ah, hebt sich noch Leiste auf. Ja. Nice. Der war. Der war aber, glaube ich, kein Banisch. Oh. Und geraten. Und da. Frustration, Negosche. Wechselstick, Negosch. Der ist nicht gut. Der ist schlecht. Mit Excel spielen etwas risky gewesen. Nein. Das ist ein Excel, ist gut. Hat, glaube ich, nur ganz schlechtes Wechsel gut. Oh, Slide ins Leere. Ja. So. Dino geht nicht ganz rein. Er hat Angst vor Parry in Karas Throw. Oh, da hat Karas Throw daneben und er hat nicht bestraft. Das war gar kein Karas Throw, es war nur Wurf. Ich hab das erste Mal, dass ich Dinos Counter sehe. Keine Ahnung, ob Absicht oder nicht. Aha. Oh! Matchpoint. Dino. Dino. Die Notle. Er ist also drin. Ich bin beide wieder sehr vorsichtig. Neosch geht rein. Ja. Nice move. Oh. Beide tänzeln hin und her. Dino mit der aus der Wand rausgekommen oder aus dem Eck. Oh, der hat mich getroffen, sonst also, hätte er in der Luft parieren müssen, Neosch. Eher ein blockable move. Wow.
Und gar nicht. Oh. Er hat aufgegeben. Er hat aufgegeben. Er hat Wurf gedrückt. Also geworfen. Er hat aufgegeben. So hast du schon. Oh, nice, cool. Ja. Das ist ja eine der wenigen Situationen, wo Elena wirklich super garantiert hat. Das ist fast, die ist nicht kompetent eigentlich. Ist komisch. Schaufel. Bauarbeiter Dino. Oh. Schaut so komisch aus, wenn sie ineinander durchspringen. Als wären die Charaktere nicht fürs Spiel gemacht. Nice. Block. Wow. Oh. Oh, Perry. 1 zu 1. Ja, Dino wollt Perry mit Perry bestrafen. Ja. Negos hat dann einfach ihn super. Das war ihm egal. 1 zu 1. 1 zu 1. 5202. Match zwischen den beiden. Verteidigung. Dino geht nicht mehr aggressiver rein. Ja. Ah, den hätte er parieren können. Das sieht man sehr, sehr lange. Ja. Musst du heute immer doppelt parieren. Ja. Das ist. Oh, nice Tech. Ah. Stark. Oh, wow. Schade. Oh, er gräbt. Ah. Ich glaube, da hat Nego pariert. Ich glaube, er wollte parieren. Ärgert sich. Und die Schafe. Interessant. Oh. Gute Führung für Dino. Wird er sehr offensiv. Gehen wieder zum Tänzeln. Beide haben 7 Meter. Wenn die nur einmal trifft, dann kann es fast vorbei sein. Ja. Oh, der hätte sein können. Nächster Treffer für Dino wird es entscheiden. Oh, sehr schön, sehr schöner Counterpoke. Hätte ich versucht mehr zu machen. Stimmt. Oh! 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 Oh, leider! Oh, die ist das! Oh. Und das ist 2-2-1 für Dino! Ja! Dino! Jetzt kann mich Negos beim Commentary joinen an dem Mic. Jetzt hat er keine Aufgaben mehr. Ich hasse Jarchi. Danke Bogdan, danke Bogdan. Random. So, nächstes Match ist VDV Chucken gegen VDV Dino. Der letzte Deutsche, der noch drin ist, ist im Winners Final. Der gute Demolant. Mal schauen, aber irgendwo in der Top 3 ist er schon. Top 3 ist er schon im Winners Final. Letztes hat er urschlecht gespielt. Wo ich gegen ihn gespielt habe, war er echt scheiße. Aber jetzt hat er so solide gespielt, ich hatte kaum Respekt für ihn und wollte immer Sachen machen, wo man sonst wegkommt damit, aber... Ich habe immer pariert. Das ist die scheiß Xbox-Version, die ist schneller als die Spielheim-Version. Ja, wirklich. Man kann jetzt zwar mit vernünftigen Stick spielen, aber das war's dann auch schon. Thank you.
Was ist denn los? Gegen wen spielst du jetzt? Gegen Dino? Dino macht kurz Pause, weil er gerade gespielt hat. Ja, sicher. Ah, da ist er. Heute streiten sie sich um einen Stick, die zwei. Oh, Good Guy Chucken wechselt auf den anderen Stick. Good Guy Chucken, nein. Alleine, alleine. Negosch! Negosch! Jetzt dachte ich gerade, es ist Tageslicht, weil der Kühlschrank leuchtet. Schaut mich am Mike. Vor wie alleine rumsitzt. Alter, das Kabel kurz, was ist los? Poverty. Wie gefällt dir Third Strike? Ey, du weißt, ich liebe Third Strike, ja. Mann. Magst du Wiener Third Strike? Ich mag jedes Third Strike. Jedes Third Strike? Jedes. Legit, ohne Scheiß. 24-7 John Lee Mirrors. Das Spiel ist einfach. Weiß ich, neulich waren ja so Pia Barrock und so da, ne? Ja. Und die Amis, die sehen das nicht als Street Fighter, weißt du? Wir sagen ja, das ist Street Fighter und 4 ist nicht Street Fighter, ne? Welche. Es gibt schon Amis, die das als Street Fighter ansehen, aber sind ja die Old Facts. Ja, eben, aber. Ricky Ortiz liebt auch. Ja, das ist so ein geiles Spiel, Mann. So, jetzt haben wir Dino gegen Chucky, wa? Dino heute nicht auf dem Performance-Level, wo ich ihn eigentlich kenne. Ah, ja, hat er schon ewig nicht mehr gespielt. Achso, so. Ist das schon Match? Das ist ein Match? Das ist ein Match, Mann. Die haben wie Button-Check gespielt. Nee, die machen, darum sag ich ja, also das ist hier gerade. Das war komisch. Aber Chucken ist so ein guter Spieler. Gute Execution. Spielt immer Charaktere, die nicht so offensichtlich einfach sind. Erste Runde eingeht. Du meinst so wie Virgil in Marvel, ne? Ja, Viper, Marvel. Nicht wirklich. Aber ja, Viper zum Beispiel. Er wäre auch einer, der Marvel Shinko spielen würde. Also. Ja. Ich meine, Charaktere wie Oro sind es ja, die in meinen Augen Frostbite auch echt so besonders machen, weil es sind einfach Charaktere, die, oder Designs, die einfach nicht mehr siehst. Das SF4 spielt sehr safe und ich bin froh, dass SF5 heute ein bisschen crazy ist. Deswegen gibt es Union mit gutem Charakter, das ist ja. Einmal Schafer, anscheinend geht es kein viertes Mal. Jetzt hat er in der Ecke, genau, wirft ihn aus der Ecke raus, aber er hat ihn schon wieder Corner mit dem nächsten Throw. Kyoryuken! Ja, da kommt schon die Ablösung für den Screen, dann rutschen wir einfach einen weiter drüber. Dino's Runde. Bin ich da nichts verkabelt? Nee, du passt schon, rutschen wir mal dran. Freehands Commentary. Oh, geiler Anti, es hätte volle Kombo sein. Ja, Scheuer. Es hätte halbe Leben sein können, Scratching Hard Punch. Ja, läuft jetzt langsam in die Corner, arbeitet sich nicht raus. Oh, er dasht da in den Wurf. Das war Wurfbait. Jetzt kurz davor sitzt noch auf dem ganzen Meter. Parry, nice. Tagt er den Throw und da holt er sich die Runde. 1-0 für Dino. Die Namen sind vertauscht. Das war ein Namesformer, habe ich nicht gesehen. Mein Fehler, ja. Genau. Aber jetzt haben wir zum Glück den korrekten Namensschwab-Administrator am Start. Da hat er wieder Kaugummi im Mund. Und ganz ehrlich, falls jetzt hier deutsche Spieler im Stream sitzen, ganz ehrlich, das ist gerade so packed hier, es ist so gute Stimmung, es ist extraordinär. Man müsste da sein. Oh, na, guck mal, erstmal die Character. Das ist so geil, der Select-Knopf, kommt nämlich in das Menü, erstmal fucking Select. Erstmal schön jetzt hier die Movelist checken, ne, das ist wichtig. Ich glaube, sie spielen aber weiter, weil sie wissen gar nicht, wer es war. Ja, doch, man steht gerade die Stand wieder 1 fortsetzen, das war Dino. Es ist aber heutzutage, man hat überall Select oben am Stick drauf, wegen SF4 und dann passiert sowas. Drückst Hard Punch, kommt Select raus. Oh, der kann durch. Cops hop. Schöner Parry, aber dann geworfen. Dino hat geblockt danach. Jetzt schucken kurz zu seinem ersten Meter, harter Meter. Jetzt will er natürlich nicht schauen, dass er dann ein Setup bekommt. Ohne Combo. Schon mit Hardkick poken. Hardkick macht sehr viel Stunt von Orbo, sehr guter Name. Den muss er parieren. Ah, hat er nicht pariert. Oh, da hat er die Bombe sogar. Sehr schöne Parry. Lino parried echt am meisten. So, ja. Er parried so viel. Er hat auch früher immer, ich habe ihn immer gesehen, er hat immer geübt, P-Mode gegen ganz viele Charaktere Sachen zu parieren und so. Das ist wirklich gut. Ich meine, das ist ja etwas. Er kann auch schon super, sehr gut parieren. Er das kann ist ja etwas, was sich hier auch wirklich leicht
vom Sprechen weiß nicht bei dem Game bisschen. Ja, ja. Und macht viele Charaktere, die eigentlich nicht so viele Tools haben, auch viel spielbarer. Ja. Deshalb es nie wirklich einen richtig, richtig schlechten Charakter spielen kann eigentlich. Ja, das ist Dino Drina. Richtig schön. Ist ein Matchpoint, Matchpoint für Dino. Genau, richtig. Oh, der Dreimal Schaufel. Ohne Super. Ja, es geht nicht viermal, glaube ich. Das war Dino. Ich glaube, ich muss jetzt spielen. Gegen den guten Bogdan. Dann brauche ich jemanden, der Ahnung hat hier noch. Negosch, komm, Commentary, ich gespielt. Bring mal. Na gut. Bring mal noch. Bring halt jemanden, der Ahnung hat. Hallo, hallo. Okay, Brown. Dario! Ken! Pick Ken. Mach nicht denselben. Mein Alex hat das Bracket nur fraudulent, Alter. Die ist Chargy hier. Ich sollte da stehen gegen Bogdan, Alter. Fuck that shit. Fuck, Alter. Fuck. Wieder da. Fuck. Beep, 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 beep. Hallo, Mate. Ja, Mann. So. Mir ist urheiß, ich sterbe vor Hitze. Alter, es ist echt urheiß und es ist so viel Equipment. Ich bin das nicht gewohnt. Das ist nur ein Soundmixer. Ja, da, was kann man denn nehmen? Jeden Soundchannel der Regel. Wir machen Soundmixer. Ich hab ihn noch nie gesehen. Ja, weil wir ihn nicht verwenden. Ah, okay, ja, alles klar. Wir keepen es simpel, weißt du? Aber wir könnten eine neue CPU kaufen. Ah, i7, i7. Kommt Zeit, kommt Rat. Kommt Zeit, kommt Rat, ja. Was? I7? Was haben wir? Irgendein. Ist das ein Rechner? Ja, ja. Der, dieser kleine Scheiß? Fuck. Rundtritt, das Roundhouse. Ah, ja. Jetzt sehen wir Boki gegen Chargy. Wenn Boki Ibuki spielt, sollte er eigentlich. Ich meine, Ibuki ist jetzt nicht sehr gut gegen Chun-Li, wie eigentlich der gesamte Cast. Also. Ja. Ja. Aber das Ding ist, Chargy kann eigentlich nicht die so forward hit confirmen. Obwohl es ein Late Cancel ist. Sieht man den Link, ist ein Late Cancel. Okay. Und Chan Chan Lee ist Nägelbeißer gegen den First Strike. Siehst du den Nägel? Ey, hast du, apropos Chan Lee, hast du einen SF5 hier Alternate Outfit gesehen? Ja, Chan Lee ist immer. Ja. Chun Li Hao Jun. Hab viel Spaß, heißt das übrigens auf Chinesisch. Chun Li Hao Jun. Viel Glück heißt das. Was hab ich gesagt? Sie ist hübsch oder sowas gegen einen Bullen. Nein, du hast gesagt, viel Glück. Na dran. Okay, Schaden in der er sollte ihn nicht Meta bauen lassen eigentlich, aber der Cross-Up wird Raider! Ex-Kunai, yeah! Sehr gut! Oh! Ich hab's ihm vor dem Match gesagt, wenn Chargy Ex-Meta hat, macht er Ex-Being Bird Kick und er hat nicht auf mich gehört. Hätte er auf mich gehört, hätte er den Block gehabt, fand ich, das wäre seine Runde gewesen. Oh! Es ist noch so seine Runde, aber es wäre über der Guess wäre da gewesen, weißt du? Es wäre mehr einfach convincing gewesen. Genau, convincing wäre es gewesen. Wobei ich aber auch das erste Match gegen Chargy perfect gewonnen, von daher. Back fierce, low forward. Weißt du, wenn ich mich ein bisschen verwirrt, die Sounds kommen vor der Animation. Ja. Ist das in Ordnung? Nein, das ist wegen dem Stream, wegen der Übertragung. Okay, okay. So, Ex-Kuna ist wieder. Er baut Meta. Wobei, bei Chargy ist egal, wenn er Meta baut. Er kann es nicht so confirmen wie Maeve. Bei Maeve, wenn er den Hit hat, der Confirm ist da, also es kommt garantiert raus. Und nicht auf Block, sondern nur auf Hit, also wirklich legit. Da siehst du, dass Profi halt Respekt hat, zum Beispiel gegen Maeve. Wenn er den Parry hat, drückt er nicht. Nein, wenn er den Parry hat, vielleicht will er bestrafen und Maeve lässt den Super raus zum Beispiel. Ja. Weil er will, dass Boki verliert. Ja. Um den Punish rauszufordern und dann trotz Parry wird er bestraft, weißt du? Das gibt es natürlich auch. Deswegen hat er vorhin, ja, Forward Throw und jetzt. Genau. Chargy wollte sogar X rauslassen, aber er hat nicht alle drei Knöpfe reingedrückt gleichzeitig. Passiert. Was? Der Stick fehlt nicht. Nur der Spieler.
Gramas, Gramas! Say hello in Italian. Ciao, cazzo! Cazzo, cazzo! Let's go, Bogdan! Yes, let's go, Bogdan! Nein, er muss morgen früh raus. Guilty spielen. Right? You have to play. Juve lost both matches first, right? That's great, right? I love it, I love it. Hey, Raida! Okay, okay. But more importantly, Juventus Turin lost both games in, of Serie A. Ay, ay, ay. Match points, Boki. Weißt du was? Chargio hat sich sicher gerade so gefühlt, so, so muss sich das anfühlen, wenn ich die Scheiße in SF4 mache. Hast du gesehen, wo ich mit Alex mit demselben Schritt penetriert habe? Ja, ja, ja. Und Rele hat im Hintergrund geschrieben, Chargio, blocker mal. Das ist eigentlich ein easy parry. Den Move sollte man gar nicht machen. Nein! Hey, Raida! Mini Rasengan! Boki für Spieler parry. Das Einzige, was Boki kosten kann, ist, wenn er zu viele parry gibt. Yeah. Boki hat gegen Chucken verloren, weil er zu viel parry gibt. Yeah. Das Problem ist, du kannst parry fischen gegen jemanden, der jahrelang spielt, weil du weißt, wann wird da was kriegen. Ja? Gegen... Great, great performance. Let's go, Boki! Gute Performance. Hard Edge Administrator. Der Hard Edge. Oh! Winners Finals! Ken! 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 Ken Mira! Wir haben jetzt ab Dico Des gegen Dominik! Dominik! Dominik, komm her! Komm her! Komm her kurz! Ich muss dir nur was sagen! Komm her! A tradition from back in the day. Immer wenn Dario Shorio landet, nicht Shoria, demoliert. Demoliert. We know Demolans. He's like, he grew up with us in the third strike scene. You know, we played in 2006 and stuff. And we always screamed when Dico hit the Shoryu, Ume! And the Germans screamed always when Demolans hit the Shoryu, demoliert. Which means like wasted. The opponent is wasted. And there was the match, like, Dico hit so many Shoryus, and we started screaming like, demoliert, demoliert, like the whole time. And I said to the other guys, scream demoliert instead of Shoryu war. Okay? So just... Yeah. Ken Miro in third, in my opinion, is the best any fighting game can offer. In my honest opinion, because it's really much about footsies. It's about, you can fish the footsies, but you have to know the punish. And even if you fish a parry, your opponent is always ready to, okay, you want to punish, I will DP or let off a super. So you can fish a parry, block, because you want to block his super, and then he wastes the whole meter, and then you punish him real good. He wastes the meter, and you punish him, you know? Okay, that's los geht's. SGGK. But that's not... Okay, okay, es geht los. Demolant mit dem Purple Can, like wie Reinhardt. Dico. Ja, demoliert! Ja, er hat keine Kopfhörer. Wobei, ich bin neutral. Ich bin hey! Footsies, Footsies! We got them, we got them! Oh! Ey! Throw, oh shit! Footsies right back, yeah? Oh! Oh! Ken Meter, better Ken Meter. Oh! Oh! Ken kann er throw. Oh! Ey, jump in, throw. Jadia! Erste Runde, third strike. Achso. Ah, da ist irgendwas. Das ist Danny, oder? Das ist Matt. Hey! Standing! Hey! Shot, super! Diese Hit Confirmation. Backdash! Oh! Hey! Wir sind unparteiisch beide. Ja, ei, ei! Ich schrei ei, obwohl ich. Ei! Nuggets! Ei, er zu er! Ei! 1-0, das war ein schnelles 1-0. 1-0 per noi! 1-0 per noi! Ja, wir haben Spaß hier, wir haben Spaß. Ich und Gramas, er ist Italiener. Deswegen
lasse ich meine drei italienischen Schadia demoliert, pardon. Ein Nugget! Air to air! Roundhouse! Harter Tritt, wie Salomon sagen würde. Ei, guter Take von Dico. Can't fuck with him. Aber jetzt Nugget von Demolan. Backfield. Keine Nades, bitte. Oh no! Stick ist schlecht. Oh, kein. Der Saftige! Ciao! Kagate, Kina. Now, Kagate. Oh! Jump back roundhouse all daily long. Oh, throw whip. Universal Orbite. Nice. Futsis, Futsis. Oh, dashing nugget. Oh, nugget. Nice. Low forward whip, kein Punish. Oh, Punish, warum kein Punish? Ja, Punish. Besser als nichts! Hey! Nice day! Back throw corner pressure! Crunching strong! Oh no, Crunching super! Hey! Oh! Guter Backdash von Dico! Er geht raus aus der Range von Demola! Oh no! Oh shit! Oh no! What the fuck? Alle stehen, kann alle stehen! This is first strike! Oh, kein crunching strong, kein super! Ein Nugget! Ex-Hado! Oh, what the fuck! When in doubt, Ex-Tanzen in der Luft! Ein Nugget! Low forward, kein super! Weil er war. Crunching strong. Auf Block. Ex-Hado. Short. Ex-Tatsu in der Luft. Cross-up. Walk-up, Bro. Stark. Throw. Stark. Throw. Stark. Throw got tech. Standing forward. Ex-Tatsu. Background out. Air to air. Oh. 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 Oh no. Oh. Ken Red Perry! Alter, das schmeckt so schön an. Pisco Pat! Jeder hat keine Ahnung, wer gewonnen hat. Es steht 1 zu 1. Demulant! 5, oder? Er steht 1 zu 1? Steht 1 zu 1? Er steht 1. 1-1, 1-1. Erstens, es steht 1-1, gell? Es steht 1-1, entspannt euch. Achso. 1-1, entspannt euch, Alter. Demo Barry allein. Erst die 0-9er! Was wollt ihr für Teams geben, Alter? Fucking 0-9er! O-Niners! Fucking O-Niners! Shot! Robert, Barry, in background of jumping, fuck you! Oh shit! Ein! Oh! Was kommentiert? Geil, shit! Alter, das Bird ist serious business! Ei, 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 ei! Nugget! Nugget 2! Ei! Random Fact, das kann ich nicht confirm, in dem Moment, wo du drückst, schaust du, ob der Gegner steht. Ey! 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 Oh! Oh! To get him! To get him! Ey! Ey! First strike! Ich weiß nicht, ob ihr das gehört habt. Was der Kran ist gekommen in einem ruhigen Moment. Was geht da ab? Shot, shot, shot! Ey! Punish jetzt auf Block! Kennt kein 09er! Oh no! Ey! Keine Mage-Spezialität. Erst das ein Sweep. Ein Nugget. Crunching Strong. Shot, shot, shot. Das sind Hit-Confirms. Lernst das bei SF5, gell? Ei, ei.
Kinai! Kagatze Kinai! Oh! Nein! Diese Dash. Dario, ich hoffe, Dario will nicht mit Kagate Kina beenden. Ich hoffe, Dario will nicht mit Kagate Kina beenden. Fucking taunting, Alter. Last hope for Germany in third strike. This is third strike. Demolant, der letzte Deutsche im Bracket. Demolant ist der einzige in Deutschland, der third strike je konnte. Nein, pardon, es gab noch 0-1. Es gab noch 0-1, der war auch gut. Oh, er war 2005 gut. Ja, weißt du. Bayer, Guybrush und Prügel. Ja, warte. Schau dir! No! Demoliert! Nein! Nagge! Nein! Nein, Kick, ich weiß nicht, was Kick auf Japanisch heißt. Zeitreise, wir kommen im B3C 2007, Demolant gegen Dico Desu. Es steht 2-1 für Dico Desu. BDW gab es keinen Adler-Kate, damals der Standard von First Strike im deutschsprachigen Raum. Sikerim, gab es damals auch nicht, es gab Nage, oh, Shot! Kein Confirm, Shot. Zu viel SF4 gespielt, kein Shot, King Confirm. Ey! Vorwand, ey! Sie kennen ihn! Was war das? Es gibt Perry in Fern. Oh! No! Oh, gut. Okay. Julia! Darin kannst du nicht anspringen, egal welches Fickenspiel. Spring nicht gegen Nico! Spring nicht gegen Nico! Nein! Oh! Kein Red Perry von Demo! Nein! Nein! Oh! Nein! What the what? Was ist am Bild? Sharia! Oh! 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 Keine Mape! Oh! 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 50 convincing lead, 3-1. Nice piece confirmed. I said what? I said what? In the butt. Shoutout zu Butterstotch. Shoutout. Leopold Butterstotch. Okay, und jetzt sagt mir, wird SF4 jemals so hype sein? Da sind wir dabei! Isn't this strike the game where you win because you eat confirmed super, right? Yes! No, it is! No, but you can actually... He's confirmed everything! Yeah, no, well, they were probably under pressure, but... there is a couple of ways to hit confirm in third strike. There is like this pseudo option select, like... The only way you're crouching forward into super, yeah, I know. You know, is the... No, but... Well... It was menu punch, hard punch combo and not to fear, man. Come on. Do you mean target combo with Ken? No, I didn't... Well, it was good. I didn't see that medium punch, hard punch drops. I didn't see them. I see it... I'm sweating like an animal. Better now. Okay, we have now Boki versus Demolant. Der Hardedge Administrator gegen. Achso, nein, Demolant spielt nicht. 09er, mach die Tür zu. Oh, Boki gegen Dino. Da ist Dino. Boki gegen Dino. Oh, ich müsste jetzt eigentlich gegen Boki spielen. Oder nicht gegen Charging. Bist du da? Ja, ich hab gegen Dino verloren. Shit. Dino hat mich los. Ich hätte gegen Charlie Elena picken sollen. Ich hätte nicht. Ey, das war denn so. Rein Bullshit spielen sollen, Alter. Sollst nicht. Was? Wie geht der? Ist cool und shit, aber. Ja. Es ist nicht immer angepasst. Just as you have taught me. Egal, ich hätte echt Elena picken sollen. Vor allem Alex Chan ist Mismatch, Mann. Mach nichts, Mann. Ja.
ich mag Thirdstrike. Ich glaube. Ich freue mich, wenn wir wieder in Wien sind. Hands down, Dino ist der bessere Spieler von beiden. Ja. In Third auf jeden Fall. Ja. Definitiv. Okay. Auch generell ist Dino ja einer der besten Spieler. Ja, ja, auf jeden Fall. Aber Boki kann Dino in Third sicherlich schlagen. Und ich glaube auch, dass Boki die besten Karten hat, Demolas zu schlagen. Boki? Ja, auf jeden Fall. Okay. Ich glaube, Boki hat bessere Karten, Demolan zu schlagen als Dino. Weil Dino wird es wahrscheinlich von diesem Safe zu sehen. Ja. Und Demo ist ein bisschen ein ähnlicher Spieler wie Nico. Mhm. Er riskiert gerne, er geht gut rein und so. Ja. Das ist, was Boki eigentlich liegt. Weil Boki fischt die Parries, Boki. Wenn er reinspringt, will er deinen Shoryuken verlieren und ihn dann bestrafen. Das ist was. Dieser Game-Style liegt Boki. Ich vermute auch, Boki hat sich angewöhnt, so zu spielen, eben weil er viel gegen Dario gespielt hat. Weißt du? Ja. Und da hat sich das für ihn etabliert und deswegen hat er dazu gestickt. Was ihr nicht seht, sonst Stream ist Chicodes und Demolans gerade noch ein bisschen nachher. Okay. Hi. Und was ich auch sagen muss, ist Dinos Parry Timing ist ein bisschen drauf. Deswegen versucht er den Crossmarker als Erfahrtsein-Instrument. Okay. Ist mir aufgefallen, als ich ihn gespielt habe. Das hat mir natürlich nicht geholfen, aber. Ey! Wieder, Boki hat Parry gefühlt. Das wird ihn kosten, das wird ihn im Dino kosten. Ja, glaube ich auch. Guter Tech von Boki an dieser Stelle. Jump, erste Runde geht er sofort. Also, das hat überhaupt nichts gebracht, das ist nochmal gut. Sache. Die Schwänzen sind auch im Kopf. Und danach ist noch dieses. Ja, ein Nugget! Eigentlich sollte das schon laufen, aber ich habe gewusst, das wird ziemlich laufen. Aber guter Punish von Dino an dieser Stelle. Das können wir gleich hochladen eigentlich. Nein, du. Nico? Entschuldige. Ich hab vergessen, in welchem Zustand ich gerade. Ja, geh. Wir müssen kommentieren, Leute. Okay, Cross Counter von Dino. GFÖB. Was? Als wär's eine Lüge. Besser als FÖB. Bleibt nicht viel über, wenn du FÖB auch nicht spielst. Ei! Command Dash Throw, guter Dash von Boki into ihren Shoryushin. Tigra! Nachdem die FPÖ die Wahl gewinnen wird in Wien und wir wieder 20 Milliarden irgendeinen Bankenskandal zahlen müssen, so wie jetzt in Kärnten, spreche ich dich darauf an. Nein, in Kärnten hat der Heider Narrenfreiheit und der kommt aus Kärnten. Okay, passt. Können wir jetzt weiter reden über das Match? Geh dich blau machen! Du lenkst ihn ab. Okay, Ex nice. Guter Jump-In von Boki. Cross-Up. Dino hat nicht mit dem Cross-Up gerechnet. Slide, guter Block. Ich glaube, den Slide kann er bestrafen. Ich glaube. Nein, das war Block. Slide-Block. Oh, klasse! Oh! Nein, wie konnte es? Oh, no! Ragazzo! Cazzo. Locari Bramare! Yeah. It was too late. He pushed the X machine gun blow too late. He probably guessed one parry more, so he didn't have to, you know? Let's fight like gentle warriors. 1-1. Ist das? BO3? Loser Final. Nein, das ist nicht Loser Final. Nicht? Achso, okay, BO3. Okay. Ja, normal. Und das Slide von Boki, er wollte X-Rider machen. X-Shuri war besser. Wie gesagt, ich glaube ganz im Ernst, der bessere sehr stark. Matchpoint Dino. Aber ganz im Ernst, wie gesagt, ich glaube Dino ist der beste Third-Spieler. Aber wenn es gegen Demolant geht, glaube ich, hat Boki die besseren Chancen. Okay.
Demulant gegen Demulant funktioniert. René. Weil Boki die Parry spielt und Demulant haut die Klasse ab. Ja. Also schon sehr gut. Rose, ja. War das jetzt ein Double Perfect? Nein. Okay, Demulant Dino, oder? Demulant Dino! Demulant Dino! Das ist gut gespielt. Dort, Boki. Dino! Okay, wir haben jetzt das Losers Finals. Yes, Losers Finals. Ist das Best of 3 oder? 5. Alle Finals. Dino! Best of 5. Push Kurat! Push Pet! Madai! We say that actually too. In on the Balkans, we say Madai. Yeah. Madai. Yeah, genau. Yeah, genau. Yeah, that's right. We say that too. Dino! Attaccare! So, das ist jetzt Losers Final. I play Demulant gegen VDV Dino. Nein, Delayed Hype. Wir haben jetzt Undelayed Hype im GRZ, aber die Leute bevorzugen Delayed Hype. Ja, ich weiß auch nicht. Es hat Tradition, ja. Wir haben Undelayed Hype eingerichtet, aber sie bevorzugen Delayed Hype. Okay, es geht los. Demulant gegen Dino. Demulant hat sehr dominant gegen Dino gespielt im ersten Aufeinandertreffen. Guter Tech von Dino. Dino hat sich sehr eingerichtet aus dem letzten Match. Schau mal. Hey, Nage! Hat aufgehört zu blocken. Ich glaube, er hat gecrouched, weil Demulant hat im ersten Match sehr viel gecrouched. Oh, sehr stark. Sehr stark von Demulant. Sehr stark, wie wir sagen würden in Österreich. Shoutout zu Nasi. Random Wiener Fact. Wie nennt man es, wenn jemand am Anfang der Runde sein ganzes Meter bedenkenlos verschwendet? Nein, Anfang des Monats. Anfang des Monats. Oh, schön. Sehr starke Runde von Demula. Ei! Sehr gut, das ist ein One-Framer. Ein echter One-Framer. Kein SF4 Blink One-Framer, das ist ein echter One-Framer. Gutter Trash. Final round. Es eskaliert gleich. Nein, das ist von mir. Entschuldigung. Ei! Dash in! Also Command Dash. Ei, Nage von Demo. Ich glaube, Dino hat low pariert, aber es war zu früh. Beide bleiben mit Rage. Dino fischt ein bisschen Parries. Hat wieder gefischt. Man sieht das ja schön. Demo im Gegensatz zum Wiener Spielstil fischt sehr wenig Parries. Ja. In Wien, man steht sich in mittlerer Distanz gegenüber und versucht den Parry zu fischen. In Deutschland ist niemand. 1-0 Demulant. Sehr. Aber egal. Er soll mal gegen Deco resetten. Gramas, do you know Fabri Fibra? Do you don't like him? He looks like you. A little bit. Okay. Oh, bad Chorio. Es fällt mir schwer mit Grammas zu reden. Jetzt brauchst du gar nicht mit Grammas reden, wenn wir uns ehrlich sind. Oh ja, ich mag aber mit ihm reden. 1, 2, 3. Und Dudley spielt auch Englisch. Das ist, wovon ich vorher geredet habe. Infert. Ein Parry heißt noch nicht, dass er kann nicht spielen. Dein Gegner kann den Parry wollen. Aber du kannst auch wollen, dass der Parry spielen will. Ja. Und so geht's unendlich weiter.
Walk-up, Bro. Matchpoint Demulant. Matchpoint Demulant. Nein, nein, nein. Best of five. Ah ja, best of five. Ja, pardon, mein Fehler. Sweep. Ja, aber Madman, es ist serious jetzt. Ja, 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 aber es ist wirklich angespannt. Ja, es ist wirklich angespannt. Weil ich kann mehr Spaß machen. Ja, ja, das ist schon deine Nein, Nage! Oh, no. Oh! Wer hat Start gedrückt? Wer hat 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 gedrückt? Du, die Runde verlieren. Dino gewinnt die Runde. Ja, was? Oder? Die Regel ist, Dino gewinnt die Runde. Wo ist Bühne? Struck ist... Ja, Dino, hau ihn nieder, hau ihn nieder. Ja? Okay. Lass einmal Meter, mach einmal Ex. Mach einmal Ex, damit es fair ist. Ja. Und jetzt... Ja, ja. Ey, aber ganz im Ernst, als wäre es anders ausgegangen. Ey. Okay, 1-1. 1-1. Ei! Kein Konfront. Aber ist doch schwer, das ist ein echter One-Framer, gibt's ihn jetzt nicht. Was? Fuck that. Dann baust du auf Select irgendeinen Scheiß und dann geht's. Ah, das machen wir fix. Jeder. Eben? Ei! Daipan! Air to air, Daipan! Oh, Demulant wird sich ärgern. Er ärgert sich jetzt schon. Aber mal schauen, er kann ja zurückkommen. Nein, 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 das war nicht. Das habe ich sofort gesehen. Was da viele nicht wissen, überraschenderweise, der Trick beim Universal Overhead into Super ist, die Schatten von den Charakteren, wenn sie sich im letzten Pixel ganz knapp nicht berühren, dann bist du in der richtigen Distanz. Dann das geht das garantiert. Das Simulant hast du gewusst. Hat das, die Schatten haben sich überkreuzt und dann ist es sehr unwahrscheinlich, dass der Gegner muss geduckt sein und es muss der richtige Charakter sein. Das geht's nicht. 1-1. Walker Throw sehr stark von Demulant. Shoryu von Dino. Ei, Nage! Dino hat wieder zu viel Respekt. Das hat Dino sehr viel gekostet. Brown Throws up, das geht gegen Dudley. Starke Runde von Demulant. Ich war nicht drauf vorbereitet auf den Ground Turf. Kann er das noch gegen mehr andere Charakters oder nur gegen das? Ja, viele. Also, Makoto kann man Ground Cross up. Ja. Umien kann man Ground Cross up. So, Bradbury Charakter. Ja, ja. Wobei es gibt dann, ich glaube, Charakter, wo jemand einen bestimmten. Die Rose! Oh. Dino, der Rosenverkäufer. Wenn ihr mal Dino im Club trefft. Guter Tech von Dino. Jumping Jab. What? Ah, den hätte ich. Shadia! 1-2-3. Dash in. Er wollte, ich bin mir sicher, er wollte, macht er Shoryu. Nein, er macht nicht, er blockt, er bleibt blockt. Aber siehst du, Demulant ist auch mittlerweile, weil Dino so gerne den Shoryu rausgelassen hat. Haut sich Demo. Oh! Da opfert Dino die Leiste. Zu Recht, zu Recht. Zu Recht. Runde ist Runde. Anfang des Monats. Guter Antier! Nein! Das ist best of five! Pardon, Barry. Guter Block. Jump in, overhead! Wer war das jetzt? Wer war das? Wer war das? Ja! Jo, Chat! Okay, spielen wir das Match neu. Spielen wir das Match neu, glaube ich. Nein. Ja, ich sehe die Super, macht halt weiter. Ja, ich sehe ihn der Super. Aus dem ist wurscht. Gegen Dico gewinnt keiner von euch beiden. Genau, Maeve, auf Camp passiert das nicht. Aber gut zu wissen. Ja, ja,
Ja, ja, und wahrscheinlich irgendein Schiff. Aber beide haben scheinbar direkt am Kopf. Nein! Okay, 2-1. Down for the count. Let's fight like gentlemen and strike now. Yes, yes, yes. Ah, ein guter Parry von Dino. True Run Framer, kein Blinking, kein 09 Faggot Shit. Was? Ist kein Blinking, du kriegst nicht zwei hintereinander. Nicht hintereinander. Nicht drei Frames hintereinander. Nicht hintereinander. Dieser Stare Down, ich hab glaub dein Controller ist auf. Ey! Dino entscheidet sich nicht, die Super zu machen. Er will nicht zu viel Demütigung über Deutschland bringen. Eid! Oh, schade. Schau, auf der View-Account ist hochgesprungen, seit wir First Track gehen. Von 10 auf 22. Nummer. Interessant. Ja. Team Tourney ist der Next Up. Danach ist Österreich gegen München. Aber jetzt nochmal zurück. Matchpoint Dino. Oh! Nein, nein, nein! Nein! Das geht nur gegen 09er. Demulant ist true guy. Verstehst du? Armer ohne, er wollte mal Hype initiieren und dann wird er gekommen. Demulant ist aus unserer Zeit. Demulant ist mehr VDV als die ganzen iPlay irgendwer. Ja, was? Was im Ernst? Ja, Demulant ist mehr VDV als iPlay. Wie heißt hier? Ich weiß eh. Demulant, studierst du? Studierst du? Komm nach Wien, gratis studieren, Mann. VDV, fuck it. Nein, 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 red nicht. 17,50, er lügt sich an. Poki und Nozarex versuchen gerade Demulant zu überreden, in Österreich weiter zu studieren. Er ist Oldback wie wir, Alter. Ich kann mich erinnern, ich war Bundesjahr 2006, oder ich bin nach Stuttgart gefahren, ein Turnier mit seinem Bruder, Bad ja. City Clash, Alter. Ey, kommt's mir nur so vor, oder ist in jedem echten Beat'em'up vor dem VM Final? Ah, schauen wir, morgen ist noch SF4. Und jetzt spielt auch keiner. Aber es waren trotzdem Charlie und Ona. Wirklich? Okay. Wer war eigentlich Marvel? Morgen. Ist morgen. Ah ja, morgen ist der Papa. Okay. Aber ich predikte Raster Chargy Top Grand Final. Oh! Ich glaube, Dico kann nicht gewinnen, aber ich glaube, er will. Er nützt seinen Loser-Spot, weißt du, so dass Dino resetten muss mit Sean und dann wird er auf Ken weg. Ja, und dann haben wir das echte Grand. Ja, dann wird es. Ich habe vorher mit Dino gesprochen und er hat gesagt, im Third Track, er findet, dass er und Dico am selben Level sind, ja. Und die spielen eigentlich nie ausgeglichen, weil einer ist am... immer den besten Guard. Ah, da, genau. Ich kenne das Wort, ja. Natürlich. Ja. Mir geht's genauso. Also es gibt Tage, da mache ich Stadio 10-2. Ja. Am nächsten Tag spiele ich 10-0. Ja. Und so geht's mir auch mit Dino, weißt du. Einen Tag macht er 10 irgendwas. Ja. Am nächsten Tag
Weil Bird ist auch viel Psychologie. Ja. Ja. Und dein Gegner weiß, du brauchst diesen Shit. Ja, dann brauchst du keine Angst haben. Genau. Es gibt halt nicht diesen garantierten Shit wie SF4, wo du weißt, ich mach das, ja, ja, und dann kommt das und das und das. Ja, ja. Und du musst immer committen zu deinem Game Style. Mhm. SF3. Und das geht halt. SF4 ist irrelevant. Ja. Du spielst immer dein Spiel. Egal was. Ja, das Spiel erlaubt dir halt sehr viel. Schöne Grüße an Mei von Boki. Ja. Ich muss sagen, ich freue mich schon auf die, dann kann ich endlich auf die Tür droppen. Ah, ich habe eh gesagt, Dings, es lohnt sich nicht, vor allem es wäre zu schade, wenn der Mensch schaut. Ja, ja, das haben wir schon besprochen, aber dazu gibt es in Zukunft mehr News. Unsere Band Damage schießen jetzt, sehen wir am Dreamalish. Genau. Grand Final. Pardon, mein Fehler. Dico, der ist gegen Dino. Dino aus dem Losers. Ja. Dino muss resetten, er führt dabei schon 1-0. Er führt dabei 1-0. Vielleicht beim Dino ein Klammer aufzählen. Das ist Losers. Das ist auch sehr riskant mit John. Jump in, low forward, Shoryu. Es kann hier gut passieren. Das weil der Shoryu von ihm hat so eine gerade Hitbox, ja, ja, das ist einfach Drift. Es drift einfach und du wirst dann bestraft, ja, für deinen Hit confirm. Das ist auch etwas, warum er sehr, ja, scheiße ist. Das ist sehr, sehr bitter. Forward Roundhouse von Dico, Forward Fierce von Dico. Forward Fierce ist ganz gut, weil du kannst es in Standing Roundhouse Target combo. Hi, nice! Crouching Strong! Den Crouching Strong Gag kennen einige nicht. Hi! Oh! Rolle ohne Throw-In Bull! Welcome to the jungle! Gutter Trash! Final round! Go for it! Tiger, Tiger! Yes, yes. Oh. Aber weißt du, was Dico leicht passieren kann? Wenn Dino jetzt schießt. Oh! Rose! Der Inder verkauft die Rosen! Ey! Oh, zu früh! Oh! Mit jedem, nur nicht. Nein, mit Sean kriegt er es nie wieder. Oh! 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 Was Dino jetzt leicht passieren kann, ist, wenn Dino resendet. Ja, das schon, aber vielleicht. Weißt du, das ist ein Mindset, sein Flow nicht mehr so da. Nein, nein, nein. Ich glaube, Dino ist sehr confident, okay, mit seinem Ken. Filsa! Filsa! Ist morgen SF2? Guter Jump, also schlechter Block eigentlich für Dico. Ei, guter Parry. Sean kurz vorm Stun. Ei, okay, zweimal. Oh. Weiterspielen. Ist ja wurscht, es geht nur um Formalitäten. Ja, ey. Wie jedes andere Spiel bis jetzt übrigens. Just saying. Also, Marvel und Guilty gehört auf jeden Fall uns. Ja. Sie haben vorher schon, um wieder aufs Match zurückzukommen, Dino und Dico haben vorher schon Casuals gespielt. Ja, ja. Und ich glaube, Dino hat Dicos schon 6-1 gemacht oder so. Ground Cross Up, ja, das geht. Du kannst ja zum Beispiel auch, wenn du gegen Dudley mit Ken SA2 pickst, kannst du ihn werfen und SA2 garantiert treffen. Okay. Wenn du es im richtigen Frame triffst. Er kann nicht blocken. Es ist irgendwie, er steht komisch auf, er hat einen, ja, Frame, wo er nicht blocken kann und, okay, nicht verlieren kann und so. Also hilflos atmen. Genau. Aber okay, weißt du, wie auch für's.
Ich auch, wirst diesen Frame treffen. Ja. Rico ist on the board. Mit einem Match. Jo, Alter, die Kohle hier ist top 4 glatt. Ich bin sehr enttäuscht, ich wäre gerne mit Rico im Grand Final gewesen. Aber gegen Dino verlieren wir. Keine Schande, sagen wir mal so. Zumindest ist meine Homestage dabei. Ja, das wollte ich vorher schon ansprechen, aber du redest ja die ganze Zeit mit dem Grand Final. Geht übers Match. Ja, ja. Das True One Framer. Once again, gibt's in SF4 nicht. Okay, Dino und the Tut das Dino oder ist das eine Wiener Animation? Ja, Cross Counter! Mach weiter! Es bleibt in der Familie, entspannt euch! Backbutton! Reset! Ja, Dino, nimm einen anderen Stick, Alter! Chargy, du mit deinen Makros! Du mit deinen Makros! Ja! Wahrscheinlich hat Chargy ein Makro, Wurf und dann dreimal Kick Setup. Und dreimal Punch ist ein anderes Setup. Okay, Shoutout. Übrigens, danach ist 7 gegen 7, oder? 7 gegen 7. 5 gegen 5, oder? Okay, 5 gegen 5, danach. Na, ich lass Dominik von dir. Nein, Dario! Es bleibt in der Familie. Außerdem, in Wahrheit, es zählt ja nur die CPS3-Version. Random. Ey, Shot, super. Ohne Schaden. Die größte Katastrophe. Die größte Katastrophe. Lockband, natürlich! SF3 ist nicht SF4! Jeder Crouching Roundhouse Move ist punishbar! Short, kein Super an dieser Stelle! Command Dash! Ich glaube, das ist der einzige, gute Move von Sean, Standing Fierce. Der hat Range, ist schnell und ist auf Hit nicht punishbar. Das ist der einzige Move von Sean. Nein, wie geht's? Sein Tatsu ist auf Hit punishbar. Sein X-Kick ist auf Hit punishbar. Sein Shoryu hat 11 Frames Wurfzeit. Das wäre natürlich ein Start, wenn ich das gewinnen würde. Und schon? Ich habe auch nicht gesagt, dass ich das schade. Wie gesagt, sie haben schon gespielt. Und ich habe 6-1 gemacht.
Natürlich funktioniert hier was anderes. Wenn du Sean darf, dass du keinen Respekt vor Sean hast, nehmen wir nicht. Du wirst ihn in jeder Challenge gewinnen. Weißt du, so, wenn es so steht, zwei Frames plus für Sean und du wirst es herausfordern, du wirst gewinnen. Du wirst nicht gewinnen. Aber ich spiele natürlich draußen nicht das Spiel. Und das spielt die ganze Zeit gegen die Ende. Aber im Normalfall. Keine Chance. Das ist gut. Ja. 1-1. You win. You have no dignity. Ken. Dino! Aber er ist mit Sean ins Grand Final gekommen, das muss man lachen. Ja? Er ist mit Sean ins Grand Final gekommen. Ich wollte eigentlich keine. Ich hab Alex genommen und dann geschafft und dann Charlie. Fuck, nevermind. Ich weiß nicht, frag das hinten nicht. Was Ultra? Ey, Ultra gibt's keine in SF4. Nein, SF3. Wo sind eigentlich die 09er? Endlich! Ist es zu spät? Du kannst nicht sehen. Der Hype ist wieder da. Die Audience hatte keinen Bock. Shadia! Shadia! Oh! Schnelle Munde, schnelle Munde. Es. Quick Match, very quick match! Tournament Point für Dino. Ja, das Third Track, das ist kein Downback 09. Dumbback Crunch Tech 09. Verdammt. Nein, pardon. Dumbback 10 years for a hit confirm Crunch Tech 09. Ja. 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 Shot. Oh. No hit confirm. Crouching forward kann man nicht. Ich glaube. Da seht ihr, warum Fert ein besseres Spiel. Man stellt sich vier Pixel gegeneinander und man mindgamet immer noch. Ja. Das stimmt aber, ja. In SF4, du hast den Lockdown und du kennst dein Setup. Dino holt sich. Vorbei, vorbei. Okay, Teamturnier, oder? Teamturnier. Ja, wir haben 15. Was? Was? Hey. Wir haben 15 Minuten fürs Teamturnier. Jetzt ja, erster spielt. 1 gegen 1, Teamturnier.